Wir sind wieder zurück und haben wieder das wunderschöne Google-Format für euch dabei. Das heißt, drei Runden. Der am meisten Punkte hat, weil er verloren hat. Der am meisten gelacht hat, der kriegt am Ende die Gamers-Challenge. Genau, der fährt nach Watschenhausen. Und zwar hat mir aber gerade so viel Bock bei der Aufnahme, dass wir gleich eine zweite mit rankangen haben. Und ich würde sagen, das Prinzip, falls ihr es nicht angeschaut habt, schaut den ersten Teil definitiv an. Lohnt sich, was sind Mega-Killer-Sätze. Ansonsten, ihr wisst, was Sache ist. Wir starten. Erste Sprache. Diesmal darfst du anfangen. Okay, ich beginne mit Finnisch. Finnisch? Es war gewagt, es ist gewagt. Aber jetzt geht's ab. Ich baue mir jetzt das erste Land rausgesucht für die Sprache. Und das ist Finnisch. Und ich hoffe, nach diesem Satz kenne ich nicht schon Finnisch. Los geht's. Ich setze die Finnisch-Karte ein. Ruben Walder Muglen fest lebe hockach ikl habe mein Muslivon seiten backach gester dem Tierheim gespendet. Daraufhin haben sie mir eine Katze geschenkt, die ich heine Mäckchenesen geschenkt. Nun habe ich einmal die 42 Sauer und ein Eis Baby ich geb dir einen aus Digga. Der letzte, dieser Decker. der war knapp, Alter. Okay. Okay. Aber der erste war nicht schlecht, okay? Ist noch die Aufwärmrunde. Also das ist noch sehr viel Luft nach oben. So, erste Runde ist Finish. Viel Spaß. Hallo, ich bin es wieder Huansan aus dem ersten Google-Video. Ich bin ausgewandert nach Finnland. War eine dumme Idee, denn hier gibt es kaum Spanier. Ach ja, und an den der letzte Woche meine Schuhe war der Hupfburg versteckt hat, werde erwachsen du Grashalmleger. Ansonsten allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim Einstuhl-Seminar, wenn es wieder Studio Grande Hosus Maximus Brennus. Alter! Okay, das ist so geil! Alter! Studio Grande Hosus Maximus Brennus. Aber das war ein eingebauter Witz, Alter. Ach ja, und an den der letzte Woche meine Schuhe vor der Hüpfburg versteckt hat, werd erwachsen. So, wir brauchen ein neues Land. Runde 2, ich hab bis jetzt noch keine lachen müssen. Ich hoffe trotzdem, die waren bis jetzt gut. Aber es ist ja noch Luft nach oben. Und ja, Russisch ist echt eine coole Idee. Ne? Machen wir mal Russisch. Ein Problem für euch. Ihr könnt das nicht lesen, weil der es automatisch in Russisch macht. Also du kannst gerne hingucken, du kannst es eh Ach, nicht krass, lesen. Okay. Aber viel Spaß. Ich weiß bloß, dieses Krack, 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 Krack. Das ist einfach so hart, ne? Ja, genau. Krack. Oh nein. Oh nein, okay. Okay. Also wer Cold Mirror kennt, der weiß es. Blärdigga, warum wird mein Text in Fatschrussisch? Das kann Deutschke in ihr Lesion, aber ne, jetzt ist es halt so. Ha, Wodka und Pelmini, deine Mutter, kriege hauche Notch. Ja, voll schnell. Ich hab viel verstanden, ja. Also die Message, die darf natürlich jetzt keiner ernst nehmen. Also das ist... Warte, sag nochmal bitte. Okay. Also die Message, also das was ich jetzt reingeschrieben habe, darf keiner natürlich ernst nehmen. Es ist natürlich alles nur Spaß. Also falls... Warum es jetzt bei Ihnen, ich sehe es gerade, warum es da wieder in normaler Ahnung. Schrift ist, keine Ahnung, sorry für den Fehler vorher. Ja? Okay. Aber los geht's, Blätzki. Ich hab mir letztes Wochenende Hoden entfernen lassen, weil so fragt du dich keine Ahnung, aber ich bin jetzt 0,2 Gramm literales Warrior und voll mit Schwoller. Ach ja, ich hab mir Spatter noch konstatiert, Hoden in kleines Spielzeug auf den Sitzen lassen und jetzt tut mir der Sack, wo ich Jamal Wodka trinken und Warlos Ljut verprügeln, Schuhir Putin. Alter! Alter, echt? Fuck, okay. Dann würde ich sagen, nein. Und sind wir wieder rassistisch hoch 10. Ach komm, das ist ein bisschen Spaß muss auch sein. Krass, es ist schon die zweite und es hat noch keiner gelacht. Es hat noch keiner gelacht. Es hat echt, das ist ziemlich krass, ja. Würde ich mal sagen. Hindi, wir nehmen Hindi. Ach du Scheiße. Ich glaube, der wird uns töten, aber nur. Ich glaub's auch. Hindi ist doch eigentlich indischer Akzent, ne? Also ja. Ist
Also anhand deines Lachens kann ich jetzt schon erkennen, dass es was mega rassistisches ist. Richtig klischeehaftes, meine Sachen in dir. Gönn dir, Brudi. Hallo, willkommen in der AOL Hotline. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Ranjit und in meine Toilette ist wohl der Gerd bis zum Rand der Shit. Nicht? Verdammt! Aber ich hab den Ranjit-Gag verstanden. Jetzt. Ich hätte eher gelacht, wenn es so formuliert wäre. Ich hab das Klo nicht richtig getroffen, jetzt habe ich Ranjit. Da hätte ich vielleicht lachen müssen. Okay. Nicht weit genug ausgeprägt. Aber so krass indisch ist es gar nicht, ne? Ja, irgendwie nur Hindi. So ein bisschen. Jetzt könnt ihr das, also es ist die letzte Runde, jetzt muss ich den Punkt holen. Ansonsten gibt es wieder die Verlängerung. Nicht schon wieder, warum kriege ich immer Schäden in unserem Format? Es ist leider immer rassistisch. Es tut uns wirklich leid, es ist nicht böse gemeint, aber es muss leider sein für die Unterhaltung. Los Humor geht's. Ist schwarz. Und das ist immer braun Humor. Jetzt. Ja. Ich bin Ranjit Wulu Voklebachukal Batolu und ich teile euch hier mein Geheimrezept für Hühnchensassau mit Zuwast das Huhn streicheln und bewenden an deine Kartveragen. Schmeckt kostlich. Apropos kostlich, vor einem Monat hab ich aus Versehen ein reingefeilt gegessen und so fit ist deine Welt süße Menge Brötchen. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Wissen weiterleben kann und soll, geschmeckt hat es trotzdem. Okay. Ja! Okay, da war ja. Nachher drin, deswegen habe ich mich dann gehen lassen. Okay. Okay. Aber das ist voll die lange Pause, also. Es war köstlich. Ja! Das habe ich mir auch erhofft, dass das so kommt. Ah oh ja, wie alt wir das ist. Es tut uns leid. Ja, also gibt's wieder eine Stelle für mich. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle auch schon mal und vergesst nicht den Like-Button zu drücken und ja. Zu abonnieren. Für mehr Google Action. Hier kommt die Kralle, die ich dir in die Fresse schnalle. Hello und Alaf. Ah! Oh! Ah! Hello okay. Und Alaf. Ja, das war's mit der Folge. Und falls ihr mehr wollt, wie gesagt, liken, kommentieren und schreibt, was ihr für Sprachen mal gern hättet und was wir noch anders machen könnten. Ansonsten, Hashtag, wir sind nicht rassistisch. Nein, wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Also, das kann nur man Humor. Sagen. Satire. So Satire.